Moin! Heute haben wir Donnerstag, vorletzter Handelstag der Woche. Heute haben wir EZB-Tag. Und hier hinten sehen wir es schon. Wir schauen auf den NASDAQ. Unter anderem hier Thema Crash-Modus ist der Bullenmarkt vorbei. Bei den Währungen habe ich mitgebracht: US-Dollar, Schweizer Franken hier weiter im Korrekturmodus, aber mal wieder eine Chance nach unten umzukehren. Schauen wir uns gleich näher an. Und danach den Candolor-Japanischen-Yen gestern vor der Notenbank-Sitzung in Japan. Ordentlicher Kursrutsch, das schauen wir uns heute genauer an. Kleine Gegenbewegung läuft aktuell auch sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Und dann natürlich, wie immer, morgens hier ein bisschen Raum für eigene Fragen. Das heißt, wer Lust hat, auf Zoom oder Facebook einen Wunschmarkt analysieren zu lassen, rein in die Chats und dann kümmere ich mich direkt hier live in der Sendung auch mit drum. Ich sehe schon. Guten Morgen, Grüße passt. Hervorragend. Zoom läuft auch. Klasse. Und der DAXer mit rein. Na klar doch. Den nehmen wir mit rein. Auch der. Woo. 4% <laughs> minus gestern. Halla, die Waldfee. Da geht's ordentlich zur Sache. Gucken wir uns an, was wir hier. Erwarten können, wobei so richtig Erwartung kann man momentan nicht schüren. Man kann nur schauen, was die Charttechnik macht. Die funktioniert in Teilen, aber wirklich nur in Teilen momentan. Warum? Ganz klar, wir haben einen sehr, sehr nachrichtengetriebenen Markt momentan hier bei uns. Gerade in Deutschland sehen wir, dass die Reaktionen im DAX ganz deutlich abgestimmt auf das, was zum Thema Corona kommt. Ja. Und alles, was hier irgendwie nach Wirtschaftseinschränkung riecht, wird abverkauft. Boom! Und davon kriegen wir momentan eine ganze Menge. Heute 9 Uhr kriegen wir die PK von Angela Merkel zu den Dingen, die gestern besprochen und beschlossen worden sind. Da spitzt der Markt genau die Ohren. Das belastet natürlich immens. Aber möglicherweise kommt der ein oder andere Händler zu dem Schluss: Mensch, jetzt haben wir ein bisschen zu viel auf die Tube gedrückt. Kriegt man eine Gegenreaktion. Und das ist das fürs kurzfristige und deswegen macht es Sinn, auch immer mal hinzugucken und nicht zu sagen: Ach komm, das Ding, das fällt, wir müssen jetzt long gar nichts probieren. Ne, nein, nein, nein. Das kann man schon ganz ordentlich fürst Trading nutzen. Wir machen los hier mit dem Risikohinweis. Ich bitte wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin zu Verlusten führen kann. Na, das haben wir und jetzt schauen wir auf die Nachrichten. Hier sehen wir. Thema Japan schon mit drinnen, die PK ist durch. Ähm, was dort genau besprochen wurde aufgrund der Zeit, äh, habe ich jetzt nicht eruieren können. Äh, was ich aber eruieren konnte im Vorfeld für die Tagesplanung, Thema Einzelhandelsumsätze in Japan für den Monat September, grottenschlecht. schlecht. Wir hatten im letzten Monat 1,9% Minus, die Analysten haben minus 7,7%, am Ende waren es minus 8,7%, was der Einzelhandelsumsätze zurückgegangen sind. Das sind schon kräftige Bremsspuren, die wir hier im Markt auch sehen. Das Ganze hier an dieser Stelle. Was kommt heute im Laufe des Tages noch? 9.55 Uhr. 5 vor 10 Keine Ahnung, wer sich solche Zeiten ausdenkt. Gibt es die Veränderung der Arbeitslosigkeit hier bei uns in Deutschland. Um 13.30 Uhr gibt es dann das BIP in den USA und. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, das, wie wir wissen, ein sehr, sehr wichtiges Thema in den USA, genauso wie in anderen Ländern. Deswegen schaut man hier ganz genau hin. Ja, und ähm, die Auswirkungen, die sollten wir dann auch an den Märkten spüren. Aber da kommt natürlich momentan ein Riesenbild auch noch dazu. Wir haben die Wahl, wir haben eine FED, die momentan mehr oder weniger regungslos ist, eben wegen dieser Wahl, äh, die hier vor uns steht. Das Ganze wird ja nächste Woche am 3. enden. Uh, ja, das bleibt da spannend danach. Ja, muss man sehen, wie die Märkte weiterlaufen. Es gibt Wirtschaftspakete, die auf der Uhr stehen. Es gibt das Thema Triple Pre-Programm. Es gibt das Thema Unterstützung der Arbeitslosen. Also da gibt es eine ganze Menge. Man muss halt sehen, wie die Wahl entsprechend ausgeht. Ob es ein Lawsuit, also ein Gerichtsverfahren um die Wahl gibt zum Thema Wahlbetrug, weil wir haben ja von Trump gehört, alles andere als ein haushoher Sieg ist Betrug. Also es bleibt sehr sehr interessant um das Thema US-Wahl. Da sprechen wir morgen übrigens drüber. Ich hatte das ja schon avisiert. Am Dienstag hatten wir hier bei Tickmill ähm, eine, eine, eine Diskussionspanel. Das habe ich mittlerweile auch schon mal reingestellt hier auf die Facebook-Seite von Tickmill beziehungsweise steht auch im YouTube-Kanal. Wer sich das Ganze anschauen möchte, einfach mal reinschauen. Ich werde so die Key Facts aus, diesem, äh, aus dieser, aus dieser äh, Besprechung ähm, aus meiner Sicht auch einfach mal mit reinbringen. Äh, das mache ich morgen nach der Besprechung der Märkte. Da geht es nochmal ein bisschen um das Thema US-Wahl. Was können wir erwarten? Was wird aus der Volatilität? Worauf schaue ich als Händler persönlich? Nicht, welche Marker sind da für mich interessant? Also, all das besprechen wir morgen ganz in Ruhe nach der Besprechung der Märkte und unserer Handelsideen. Wir machen hier weiter am Nachmittag. Da gibt es die EZB. Ganz klar hier der wichtigste Punkt ist die Pressekonferenz um 14.30 Uhr. Den Zinssatz gibt es natürlich vorher, wobei da sollte keine Überraschung kommen. Also, ich meine, ich glaube, da guckt kein Mensch großartig mehr drauf, wenn da was kommen sollte. Das wäre natürlich eine mega Überraschung für die Märkte. Aber ich denke, da wird nichts an Überraschungen kommen. Hier die Zinsentscheidung der EZB wird weiter bei Null bleiben. Die Eigenlagenfazilität wird auch erwartet bei minus 0,5 Prozent. Wichtiger ist die Pressekonferenz, das Thema hier für Deutschland und natürlich auch ganz, ganz interessant und wichtig für den Euro. Und um 15 Uhr bekommen wir dann aus den USA die schwebenden Hausverkäufe. Vom Thema Neuhausverkäufe gab es ja diese Woche auch in Teilen ganz schlechte Zahlen. Also man ist ein bisschen angespannt, es ist ein bisschen ein gemischtes Bild. Wir werden morgen nochmal kurz über die Wochenzahlen schauen, um hier nochmal die Details näher zu beleuchten. Das zu den heutigen Tagesnachrichten und damit schalte ich einfach mal rüber hier in den Stereo Trader. Macht das Bild hier auch gleich noch groß, damit das jeder sehen kann. Entsprechend hier haben wir mal den Chart mit ganz vielen Linien drinnen. Ähm, Moment. So, jetzt sind es nur noch die Linien, die wir hier entsprechend brauchen. Und was wir brauchen, ist der Blick aufs Große. Und da ganz großer Fokus. Leute, schaut euch an hier. Zuerst gab es das Battle hier oben um die 11600 Punkte Marke. Ne? Da gab es eine ganze Weile, wir haben darüber gesprochen, äh, hier an dieser Stelle, rund leichter Boden, unten drunter und dann Bam Unten drunter unter die F6. Das war eine Hausnummer. Wurde wieder aufgekauft, dann wieder hier, sag ich mal, ein bisschen Gerangel. Um die F6 und dann kam der Bestätigungstag zum Abverkauf vom Montag. Wir haben es gesehen, was gestern los war. Zack, ging es runter auf die 11.200 Punkte. Wir sehen, die 11.200 Punkte-Marke ist eine sehr, sehr wichtige Marke Charttechnisch. Warum? Ähm, wenn wir mal kurz in den September zurückschauen, hier, da gab es ja diesen weiteren starken Move nach unten hin. Da haben wir hier dieses, naja, man sieht es ja als W, also eine leicht W-förmige Korrektur sozusagen. Da ist dann der Markt nach oben gesprungen und hat genau in diesem Level hier. Den Aufwärtstrend etabliert und hier oben über der 11,6 dann diesen alten wichtigen Widerstandsbereich rausgenommen. Deswegen ist es hier drüben so wichtig gewesen, was an diesem Bereich passiert. Und da haben die Bullen absolut den kürzeren gezogen, aufgegeben. Die Bären haben absolut das Ruder übernommen. Und wann? Was sehen wir jetzt? Jetzt sehen wir hier im Bereich der 11.200 den nächsten, sage ich mal, Aufhalteversuch. Aber der sieht momentan alles andere als stark aus. Ja, und wir werden sehen, was die US-Amerikaner heute am Nachmittag machen. Aber hier sehen wir momentan einfach nur ein Bild, das schwach ist. Ähm, und das zeigt uns halt, wenn wir hier unter das Tagestief von gestern drunter durchlaufen, also hier auch die Marke von 11.100 Punkten aus dem Markt rausnehmen. Dann ist hier Ente Aliente, dann geht es nach unten hier, dann ist der Weg frei, unten rein, bis um die Marke von Gut. 10.700 Punkte hier, die los waren gewesen bei 10.675 Zählern. Da ist eine Menge Luft nach unten rein und das ist jetzt halt sehr, sehr wichtig. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier, wenn wir diese Marke auch nachhaltig durchbrechen, ist der kleine Aufwärtstrend erst einmal komplett vom Tisch genommen. Und dann wird es natürlich sehr, sehr spannend zu sehen, was hier an dieser Stelle passiert. Was ich persönlich hier plane. Mittelfristig, welche Szenarien ich habe, auch gerade im Punkto oder mit Blick auf die US-Wahl, das verrate ich morgen. Ja. Das würde ich hier heute ein bisschen den Bogen überspannen. Wir haben ja noch ein paar mehr Sachen, die wir besprechen wollen, aber nee, ich rede morgen drüber. Das machen wir nicht jetzt, <laughs> sonst komme ich hier zu weit in die Details. Wir machen lieber den kurzfristigen Blick. in... Auf die kleinere Zeiteinheit und da gehe ich normalerweise schaue ich in diesen äh, in den in den äh, entsprechenden Marktbesprechungen ja immer ähm, auf den Stundenchart bei dem Nasdaq, aber hier der Stundenchart. Ähm, er ist mir ein bisschen zu klein. Ja, also die, die Charts in den Stundencharts zu beleuchten, äh, hier gerade in den Indizes, das mache ich ja sehr, sehr gerne. Ähm, ich mache es einfach mal kurz so, um das zu zeigen. Die wichtigen Marker sehen wir hier auch im Stundenchart, aber ich zoome mal ganz kurz in den Vier-Stunden-Chart rein, damit wir einfach hier ein bisschen sehen. Das ändert natürlich nichts am Gesamtbild. Ja? Also bitte nicht dran denkt oder bitte nicht denken, der Chart im Vier-Stunden-Bild sieht anders aus wie der im Stundenchart. Man könnte sogar den Tick-Chart hier hinterlegen, entsprechend, und dann würde man Trotzdem diese Marke entsprechend hier sehen können. Ja. Von der Seite her, es ist jetzt nur der Optik geschuldet, dass ich in den 4-Stunden-Chart reingehe. Und da wollen wir einfach mal kurz beleuchten, worauf es mir ankommt. Und das ist halt genau der Punkt, wo ich sage: Natürlich haben wir jetzt hier die Chance einer Stärkebewegung nach oben. Und wenn wir uns diese Stärkebewegung nach oben einmal anschauen wollen, dann ganz klar, wenn wir hier im Gerangel um die 11.200 Punkte-Marke den Weg nach oben. Nach oben laufen können, also hier oben reingehen können, dann haben wir schon die Chance, erst einmal wenigstens hier dieses, sag ich mal, Fortsetzungs- und Drehlevel um die 11.400-Punkte-Marke durchzusetzen. Die Chance haben wir. Das ist ein Anstieg. Nur, man muss einfach hier an dieser Stelle auch eins äh, bedenken: Wir haben hier oben die 11.600 und bei der 11.600-Punkte-Marke haben wir ganz klar, und das ist zu sehen, haben wir ein Zwischenhoch vom laufenden Abwärtstrend da. Dieser Bereich hier oben, das ist nichts anderes ähm, als die Korrektur hier rein. Ich skizziere das einfach mal ganz grob hier in diesem Bereich. Dieses ganze Gerange hier nach unten haben wir gesehen. Das ist jetzt mal der Trend, der hier läuft. Ja? Und jetzt die Korrekturausweitung. Solange wie wir nicht die 11.600-Punkte-Marke deutlich zurückerobern, haben wir wirklich einfach nur eine Korrektur im Sinne dieses Abwärtstrends. Ja? Sollte es der Markt oben raus schaffen? Man weiß ja nie. Ne? Eine gute Nachricht reicht. Ho! USA hat einen Impfstoff gegen Covid-19, der zugelassen wurde. Und bam! Werden die Märkte nach oben schießen, weil das natürlich genau das Thema ist, was der Markt braucht, weil ein Impfstoff, äh, auch wenn man nicht jetzt sofort alle impfen könnte, das wäre natürlich Big News. Und da würden nach diesem starken Abverkauf natürlich alle wieder zurückrennen in die Märkte, weil halt ein ein Risiko entsprechend weg ist. Dann sehen wir natürlich die oberen Anlaufbereiche. Ne? Und da haben wir auch Schwungbereiche, die wir anlaufen können. Hier oben zwischen 11.750 und 11.800, beziehungsweise hier 11.960 und 12.035 und dann hier oben noch die 12.180. Nur das ist alles Zukunftsgeschichte. Ja? Die Markers sind da, die sehen wir jetzt. Ich habe sie ja auch mit eingezeichnet, damit das Longbild natürlich auch eine Relevanz bekommt. Aber momentan spielt das alles überhaupt keine Rolle. Solange wir nicht über 11 Stacks drüber gehen, sind die diese Szenarien wenig beachtenswert, weil der übergeordnete Trend ganz klar nach unten abwärts gerichtet ist. Wir haben es gesehen, der Tag läuft abwärts und die Stunde ebenfalls. Das heißt hier an dieser Situation, was bekommt jetzt große Aufmerksamkeit? Ganz große Aufmerksamkeit bekommt ganz klar mal dieses Level hier unten. Fallen wir unter dieses Tief hier unten drunter, dann geht der Trend nach unten weiter und die Anlaufpunkte sind relativ schnell ausgemacht im kleinen Bereich hier. Mal dieses Drehlevel hier, als wir gesehen haben, hier, da ist der Markt reingelaufen. Hier, also Beachtung gefunden, hochgelaufen, reingelaufen, hochgelaufen, reingelaufen, hochgelaufen. Dann ging es hier mal kräftig drunter, hier wieder drüber. Und dann drunter und dann wieder rein und wieder runter und dann wieder hoch. Also, das ist wirklich eine Linie, die hat extrem viel Beachtung bekommen. Deswegen 11.000 Punkte ist eine starke Marke. Das ist eine psychologisch wichtige Marke und deswegen bekommen diese Marken halt immer so viel Haltekraft. Und deswegen fallen wir hier unter die Marke von 11.100 Zählern ist der nächste Anlaufpunkt mal ganz klar die 11.000 Punkte-Marke und dann natürlich aus Trendtechnischer Sicht wo war das letzte Zwischentief und da sehen wir es hier unten das ist das W aus der Tages Korrektur, die ich euch gerade gezeigt hatte, auf dem tagesschat ungefähr unten die Marke um die 11.000, ähm, nein 10.700 Punkte hier im Tief haben wir es gehabt bei 11.675 Zähler. Das ist wirklich der wichtige Punkt und eine Sache ist hier echt wieder interessant, schaut euch das mal an, äh, wie genau der Markt solche Marke anläuft hier. Da gibt es kaum Unterschiede, also... Der dreht genau dort am, am Punkt wirklich um. Ähm, das ist immer, das kann man nicht vorhersagen, ja. Aber das hat halt hier zweimal wirklich exakt getroffen. Und das ist das, was wir wirklich zur Unterseite jetzt auf der Uhr haben sollten. Das heißt, für die Shortplanung hier unten, wenn wir hier unten drunter laufen, unter dieses Zwischentief, ich gebe dem Ganzen mal den genauen Preis, das haben wir liegen bei 11.138 Zählern. Da haben wir es stehen. Da drunter ist dann die Fortsetzung dieses Trends. Und egal, ob die jetzt schon einsetzt oder erst ein bisschen später, hier Leute, da das ist die Korrektur, die wir hier am Laufen haben. Und wenn die irgendwann dreht, von mir aus auch hier um die 11.400, das wäre genau das Signal für unten. Und für all diejenigen, die sich den Stundenchart bzw. den 4-Stunden-Chart als Richtungsgeber nutzen, da schauen wir jetzt mal noch in die kleine ähm, Zeiteinheit rein. Da sehen wir nämlich hier, dass der 5-Minuten-Chart hier angefangen hat, korrektiv zu arbeiten. Wenn wir uns das mal kurz zeigen, hier an dieser Stelle, das ist das, was hier so leicht nach oben trendet. Ne? Ähm, und das ist jetzt der Punkt. Wir sind hier an dieser Stelle schon einmal oben drüber rausgelaufen hier. Schaut mal hier, da war das Zwischenhoch und da sind wir jetzt definitiv drüber gelaufen. Hier haben wir es da. Und wenn wir jetzt die Situation bekommen, dass wir eine Korrekturausweitung kriegen, Shots, dann haben wir im Endeffekt genau dieses Bild, was wir dann nach oben am Laufen haben. Hier, zack, das wäre dann hoch und das wäre dann die Ausdehnung nach oben hin das wäre das korrekturbild aber wir sehen ja dass der markt schon wieder in schwäche reinkommt und eines der wahrscheinlichen szenarien wenn die schwäche ähm, erhalten bleibt ist dann sozusagen das dass wir hier den rutsch nach unten bekommen haben dass wir dann noch mal möglicherweise eine kleine gegenbewegung bekommen oder auch nicht und dann den Markt nach unten drehen. Und dann haben wir hier auf der Stunden- bzw. 5-Minuten-Basis wieder den Weg nach unten rein. Und dann sehen wir hier wieder die 11.200 Punkte-Marke. Wir sehen auch hier ganz klar, dass in diesem Kontext diese 11.200 Punkte Marke sehr, sehr wichtig ist. Hier, da kann man wirklich überall die Berührungspunkte finden. Und wenn die abverkauft wird, das wäre dann genau das Szenario, was ich gesagt hatte. Und dann kommt halt der Fokus wieder auf genau das, was wir hier haben. Fällt es hier drunter. Dann hier dieser Anlaufpunkt bei 11.138, und dann ist das genau der Punkt, den wir dann haben, dass wir den genau aktuell laufenden Abwärtstrend sozusagen nach unten hin fortsetzen. Hier an dieser Stelle, und das ist dann. Ja, die Schwäche, die reinkommt. Und dann sieht es eher so aus, als wenn wir wirklich hier, wenn wir uns das Ganze mal wieder auf Tagesbasis nochmal anschauen wollen, das Tagestief von gestern antesten. Und wenn das bricht, dann ist der Weg nach unten wirklich freigegeben. Das die Marker hier mit Blick auf den Nasdaq. Das hätten wir dazu. Dann schaue ich jetzt mal in die Währungen. Hier an dieser Stelle: US-Dollar, Schweizer Franken, Kan-Dollar, japanischer Yen. Und danach machen wir die Wunschmärkte. Nummer 1: Wunschmarkt steht schon da. Nummer 2: Kommt auch noch Euro-Britisches Fond. Wird gefragt. Machen wir. <laughs> Short, jetzt kriegen wir schon Handelssignale hier, Besprechungen. Short im britischen Pfund, Euro-britisches Pfund, unter 0,90, Ziel 0,88 im 4-Stunden-Chart. Da gucken wir mal ganz genau drauf, wo diese Level liegen. In Kürze. Also dranbleiben, das ist schön, das macht Spaß. Vielen lieben Dank dafür. Zuvor der Blick in Can dollar yen und US-Dollar-Schweizer Franken. Da haben wir Cannes-Dollar, japanischer Yen und der Rutsch nach unten. Den haben wir gestern gesehen. Das hat Spaß gemacht im Trading. Yep. <laughs> es ist immer cool, sich echt auf die Laue zu legen. Wir haben es gesehen hier in diesem Chart. Schaut es euch an. Die Linie liegt noch drinne. Kurse unter 79,40 war ganz klar der Start des Verkaufs und wir haben es gesehen, wo es hingeführt hat. Hier unten drinnen die vielen, vielen Anlaufpunkte, die wir in diesem Schub nach oben hatten, die Absicherungsmarker, die man in den kleineren Zeiteinheiten gesehen hat, die haben echt dazu geführt, dass hier die Kaskade nach unten lief und das ist das Schöne im Trading. Solche Trades kommen halt immer wieder vor und wenn man weiß, wer nach einem kommt, hat das halt manchmal einen gewissen Vorteil. Das ist ja der Grund, weshalb ich das meinen Tradern, die zu mir in die Ausbildung kommen, auch lerne, solche Spuren zu lesen. Jetzt stellt sich allerdings die Frage: Das, was hier läuft, ist kalter egal. Da müssen wir nicht mehr drüber sprechen. Das ist durch. Viel, viel wichtiger an dieser Stelle ist jetzt, wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen wollen: dieser Drehbereich hier um die Marke von 78,45 ist ein Support. Ja. Ganz klar sehen wir hier. Angelaufen, hoch, angelaufen, hoch, angelaufen, hoch, kurz drunter, wieder hoch, angelaufen, hoch. Jetzt <laughs> angelaufen geht es hoch oder nicht. Wenn es hoch geht, schauen wir gleich, wo Anlaufmarken liegen. Wenn es aber nicht hoch geht, wäre das ganz klar. Unten drunter, retest das Ausbruchslevel und dann zack. Der Weg nach unten und im Kurzfristbereich sehen wir, wo der nächste Anlaufpunkt ist. Hier drüben dieses Drehlevel, was wir hier an dieser Stelle haben. Da muss ich mal kurz ein Stück zurückrutschen. Also hier drüben dieser Bereich, der war schon häufiger relevant. Die Marke von 77,61 und das. Ist der nächste Anlaufpunkt zur Unterseite. Den wir haben dazwischen. Ist nicht wirklich viel drinnen. Ja, und dann kann man das Ganze auch noch ein Stück weit nach unten bringen. Also Nummer 1 wäre hier. Und dann haben wir hier im weiteren Sinne noch ein paar Anlauflevel auf der Chartunterseite liegen. Das ist für das längerfristige Bild interessant. Was wir hier brauchen, fürs kurzfristige Finde ich aber viel, viel spannender, mal in die kleine Zeiteinheit reinzuschauen. Und das ist nämlich genau der Punkt, den wir hier haben, was ich gerade auch angezeigt habe hier an dieser Stelle. Schaut mal, das ist jetzt die Rückkehr zum Ausbruchsniveau. Das ist der Retest vom Ausbruchslevel. Ne? Und wenn wir das Ganze mal sehen, also vom Bruchlevel ähm, dieses, äh, dieses Supportbereichs unten hier, dann haben wir oben liegen den Ausbruchsbereich um die Marke von knapp. 79,40. So, und wenn wir uns das jetzt mal anschauen wollen äh, und mal überlegen, was wir jetzt an Szenarien stricken können, das wäre jetzt Nummer eins. Sollten wir wirklich eine nachhaltige Korrektur bekommen, dann hätten wir hier an dieser Stelle natürlich einen Anlaufpunkt und das wäre mal hier. Ganz klar, der nächste höhere Punkt, die 79, 26, 27 hier oben in diesem Drehbereich rum. Dann das Ausbruchslevel 79, 40 und dann hier oben das kleine Zwischenhoch um die Marke von 79, 54 in etwa. Ne? Das ist auch hier ein oft berührter, versuchter Bereich. Das ist das, was wir zur Oberseite sehen. Und weil der Rutsch halt hier so stark ist, ist halt hier nicht wirklich viel, was aufhält. Und deswegen sind das schön planbare Anlaufpunkte mit einer Dynamik, die wir nach oben sehen könnten. Das könnte ein guter Rückschnapper werden, wenn wir unten dann hier diesen kleinen Aufwärtstrend in der Fortführung sehen. Das ist das Long-Szenario. So, jetzt müssen wir uns aber auch das Short-Szenario anschauen. Wartet mal, ich wechsle da mal ganz kurz in den 4-Stunden-Chart, da sehen wir ein bisschen besser die Chart-Historie, weil das ist jetzt echt interessant im 4-Stunden-Chart. Schaut es euch an: zwei Kerzen nach oben, die dritte fällt schon wieder runter. Fallen wir unter das Tief dieser Kerze, dieser zweiten Korrekturkerze nach oben, also hier unter die Marke von äh, 78, 36, dann ist der Weg nach unten wieder da. Dann trennten die kleinen Zeiteinheiten schon wieder nach unten und dann wird es wirklich sehr, sehr interessant, was auf der Unterseite passiert. Denn schaut mal, hier unten, das Zwischentief hier unten, das ist das Tagestief von gestern hier, irgendwo um den Bereich von 78, was war das Log gestern? 7822. Läuft es dort runter, wäre das in diesem Kontext ganz klar weitere Fortsetzung vom Abwärtstrend. Und wir sehen ja hier das kleine Bild im Trend. Hier schaut es runter, hoch. Korrektur, dann wieder Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Das hier ist jetzt die Umkehrsituation. Also das genaue Bild, das wir hier sehen, was ich gerade beleuchtet hatte im Stundenchart. Wenn das Ganze rumdreht und nicht hier über das vier Stunden hoch drüber läuft, dann ist der Weg nach unten fortgeschritten und dann sehen wir ganz klar den Weg zur Unterseite zu beschreiten. Und wie schon gesagt, wenn ich das mal Bild noch mal ein bisschen kleiner mache hier an dieser Stelle, hier ist nichts was auffällt. Fällt das Tagestief von gestern fort? wäre das die Fortsetzung des Weges entsprechend nach unten. Ja, und dann haben wir den Weg ganz klar gekennzeichnet hier in Richtung 7761. Also auch hier haben wir jetzt die Entscheidung, 4 Stunden hoch drüber, dann die Longseite, das ist das, was der Markt spielt, Richtung 7927 fallen wir unten drunter und das 4 Stunden Tief an dieser Stelle, dann erst einmal den Weg zum Zwischentief des Tages von gestern bei 7822 und dann ist der Weg nach unten relativ frei. Das ist der Blick in Kan-Dollar-Japanisches-Yen. Und jetzt schauen wir nochmal auf das Währungspaar US-Dollar-Schweizer-Franken. Und den hatten wir hier schon beleuchtet. Ähm, ich habe die Währung immer wieder äh, auf der Uhr mit einer Umkehr in Richtung des übergeordneten Trends. Ne? Und wir sehen halt hier, der übergeordnete Trend ist abwärts. Und der aktuell laufende Trend hier, wenn ich das mal kurz reinmachen darf, das, was wir hier sehen, ist ebenfalls abwärts gerichtet. Und wir sehen jetzt hier momentan ähm, die korrektive Phase, die läuft rein. Die hat ihr Zwischenhoch hier in diesem Umdrehbereich um die 0,91,25 gehabt. Da sind wir reingelaufen und haben deutlich wieder mit Schwäche reagiert. Und was wir jetzt hier an dieser Stelle sehen, ist vom Chartmuster her zeichne ich es mal kurz ein. Ich verbinde einfach mal eben kurz diese oberen Level hier an dieser Stelle. Ziehe das mal nach oben. Das ist die eine Seite und danach verbinde ich mal die untere Seite hier an dieser Stelle. Und da sehen wir wieder mal eine keilförmige Formation und zwar einen ansteigenden Keil. Und wer hier schon länger zuschaut, weiß, dass Keile in der Regel durch die Steiler verlaufende Seite gebrochen werden, und das wäre hier in diesem Fall mal ganz klar auch die Unterseite. Das zeigt uns auch die Verortung. Wir sind hier in einem Abwärtstrend verortet, das heißt, das ist ein bärisches Trendfortsetzungsmuster, und das habe ich tatsächlich auch auf der Uhr weiterhin, auch wenn ich weiß, dass wir natürlich ohne weiteres hier oben reinlaufen können zum Korrekturhoch bei 0,91, knapp 65 da oben rein. Das ist alles jetzt überhaupt kein Thema. Der wird halt da oben dann immer, immer spitzer. Und da wird natürlich der Druck immer, immer größer. Und das gibt dann halt hier oben dann, also je weiter der reinläuft, je höher wird auch der Spannungsbereich. Und ich weiß als Händler halt auch, wenn wir so tief in die Korrektur laufen, ist es wahrscheinlich, dass wir gar nicht erst unten drunter rausbrechen. Aber wir haben dann natürlich, wenn der Ausbruch von oben nach unten kommt, die gute Chance, ein Stück nach unten zu begleiten. Deswegen schaue ich mir das Ganze hier auch wirklich tatsächlich an. Und wenn wir hier das Ganze mal sehen wollen, wir haben das Zwischentief unten um die Marke von ähm, 09030 und hier oben das Korrekturhoch bei 091 knapp 65. Und das sind die Marker, die Hauspunkte, die wir jetzt liegen haben. Und wenn wir uns jetzt mal diesen Keil anschauen wollen, in entsprechend der aktuell kleineren Zeiteinheit, das heißt hier in den Stundenchart mal reinzuschauen, ähm, dann sehen wir schon, was hier los ist an dieser Stelle. Also hier sehen wir es einfach ist ja manchmal ich lösche das jetzt mal kurz raus hier so also was wir hier sehen ist einfach das ist der Aufwärtstrend im Keil ja und da hat halt einfach die steilere Unterseite und solange wie dieser Aufwärtstrend intakt ist ja ist dieser Markt natürlich weiterhin auf der Korrekturseite unterwegs das sehen wir das ist der Weg nach oben und wir sehen es halt auch hier in diesem Bereich was die interessanten Level sind und das sind mal wieder ganz klar hier die untergeordneten Levels das heißt hier in diesem Bereich, was ich hier schon in Rot markiert habe, wo wir hier im Zwischenhoch reingegangen sind, das ist der Verkaufsbereich hier drüben, das ist der Bereich, wo der Markt deutlich rumgedreht hat, hier auch den Aufwärtstrend gebrochen hat, das ist ein wichtiges Level. Und ein Abprall davon ist eher erstmal ein bärisches Zeichen, ja. Jetzt sehen wir hier allerdings innerhalb dieses Marktes hier, wir sehen ja momentan den Aufwärtstrend weiter am Laufen, hier also, das ist ganz klar. Der korrektive Aufwärtstrend, der schwingt sich hier nach oben und der wird halt erst gebrochen, wenn wir hier unten drunter durchlaufen. Aber sollten wir tatsächlich einen Schub nach unten bekommen, also sich dieses Bild hier nach unten hin fortsetzen, hier aus der Korrektur raus jetzt nach unten laufen, das wäre der Ausbruch aus ähm, dem Keil nach unten hin sozusagen und das ebnet dann den Weg zur Unterseite hin. Und was haben wir dann als Zielmarken? Ganz klar, der erste Bereich wäre mal dieser Drehbereich hier unten um die Marke von ähm, ja, was haben wir hier null. 90 ungefähr 65, dieser Drehbereich hier. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt und dann hier unten die nächsten Bereiche hier etwas über der 09033. Die Marke haben wir da und dann haben wir schon das Zwischentief bei 09030. Das wären mal die Anlaufmarker zur Unterseite hin. Wenn wir tatsächlich die Schwäche bekommen, aber wir sehen momentan halt, dass der Markt noch längst nicht dafür bereit ist, ja, weil das kleinste hier ist mal Richtungsgeber, Stundenchart ist long, also die Korrektur dehnt sich weiter aus. Jetzt laufen wir hier über dieses Level drüber, über dieses Zwischenhoch bei 0,91,1. Das heißt halt, dass der Markt erst einmal weiter nach oben möchte. Das ist das, was er uns andeutet. Und da wird es jetzt wirklich interessant, was hier oben am Zwischenhoch passiert. Das heißt, ich ziehe es mal ganz kurz rauf hier oben, das Zwischenhoch um die 0,91,28. Wo haben wir es hier oben liegen? 0,91, was haben wir im Hoch? 91,27,9. Also, das ist hier die Marke. Läuft es da drüber, Ist das Trendfortsetzung nach oben hin? Korrekturausweitung und dann wäre der nächste Anlaufpunkt tatsächlich nach diesem Zwischenhoch hier oben das Hoch um die Marke von 0,91, ja, gut 65. Das ist das, was uns der Chart im US-Dollar Schweizer Franken verrät. Jo. Und dann wird noch gefragt, der DAX, dann der euro-britische Pfund und Australdollar, US-Dollar wird nochmal gefragt. Ju, das passt also an dieser Stelle. Machen wir. Direkt, danke für die Fragen. Wir gehen rüber. Wir bleiben bei den Wunschmärkten mit dem Blick auf den DAX. Das Nummer eins. Hier die Frage: Wie geht es weiter? Wenn wir uns diesen Chart mal anschauen, dann sehen wir ganz klar: Hier die Marke von 11.600 Punkten, die hat gestern nicht gehalten. Na? Da kam auch keine Stärke rein. Da wurde kein Versuch unternommen, diese Marke zurückzuerobern. Hier über die Nacht ist es passiert. Aber momentan absolut vergebens. Das heißt, worauf müssen wir hier momentan achten? Nächstes Anlauflevel, was wir hier aus charttechnischer Sicht mal haben, ist hier ähm, dieser Umkehrbereich, dieser Trendfortsetzungsbereich auf dem Weg nach oben, bevor wir hier in diesen Keil reingelaufen sind. Ne? Hier auch mal wieder ein Keil, wichtigerweise. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Da ist der nächste Kaufbereich. Ziel unten 11.300 Euro äh, Punkte, nicht Euro, Entschuldigung, 10.300 Punkte. Und das ist natürlich die interessante Story hier an dieser Stelle. Wenn wir das Ganze nach unten hin begleiten wollen, dann die Unterseite anlaufen. Also hier Kurse unter dem Tagestief von gestern. Ich lege es mal auf den Punkt genau fest: 11.456. Moment, 11.456, 11.456. 56 Punkte. Fällt der Markt? Darunter wäre das ganz klar: Fortsetzung der Abwärtsdynamik, Fortsetzung des Abwärtstrends, den wir locker mal in der Stunde sehen. Ich schalte mal ganz kurz rüber. Ja, da hätten wir das. Hier sehen wir ähnlich wie im Nasdaq momentan eine sehr, sehr schwache Korrektur. Die 11.600 Punkte Marke ist jetzt, ja. Wir sind halt mittendrinnen, ja, aber wir kommen halt von unten nach oben rein. Und solange wie wir da nicht drüber laufen, ist es halt ein Widerstandslevel. Laufen wir drüber. <höhnt> Entschuldigung, was ist dann wichtig? Dann hätten wir hier mal das nächste Trend oder das letzte Trendfortsetzungslevel hier unten unter diesem Bruchbereich bei 11.873 Zählern. Und dann sehen wir es hier oben, wo kann es weiter hingehen. Hier auf die 11.955 Punkte-Marke. Das kommt so ein bisschen auch aus dem Tageschart mit raus. Ähm, das sind die Marker, die wir hier entsprechend sehen. Und dann nach oben hin hier, diese Marke kann ich gleich mal rauslöschen. Die hat hier jetzt keine Relevanz. Nächster Punkt oben die 12.200 Punkte-Marke. Das aber ähnlich, wie ich das gerade im Nestec erklärt habe. Da muss wirklich viel, viel Optimismus wieder zurück in den Markt. Ja, vielleicht Hoppala. Gestern haben wir ein bisschen übertrieben. Das, was Frau Merkel jetzt sagt, klingt doch nicht so schlimm, wie wir es gestern erwartet haben. Deswegen gibt es die Gegenbewegung. Das kann alles passieren. Deswegen brauchen wir die Daten oben. Also im kurzfristigen Bild, wenn wir hier tatsächlich oben drüber schnappen, über die 11.650 Punkte Marke, haben wir ein bisschen Chance, nach oben reinzulaufen. Wer sich das Ganze mal im kleinsten Bild anschauen möchte, ich gehe mal kurz auf die Abwärtsbewegung hier mit ein. Schauen wir uns das Ganze mal kurz im 5-Minuten-Chart an, weil wir sehen ja, hier hat ja auch was geschwankt. Und alles, was wir jetzt hier bis zur 11.955 Punkte Marke sehen, ist ja korrektiver Handel. Und wenn wir uns das mal in den Einheiten anschauen, hier, da muss ich allerdings ein bisschen zusammenraffen an dieser Stelle. Da sehen wir halt ein paar Anlaufpunkte im kleinsten. Ne? Und wir sehen halt ganz klar auch, dass die Marke, wo wir hier rumgedreht hatten, das war hier irgendwo der Bereich der Umkehr, hier, also wo wir hier die Trendfortsetzung gemacht haben. Gehen wir hier über das Zwischenhoch drüber, ziemlich stark. ja, Der Markt eröffnet jetzt gerade, kriegt man eine schöne lange Kerze. Damals halt wirklich interessant. Das ist dann die Stärke, die wir brauchen, um die ersten ähm, Indizien zumindest zu sehen, dass der Markt nach oben möchte. Und dann haben wir Anlaufpunkte hier zwischendrin vor dem kleinsten Trendfortsetzungslevel bei 11.873. Hier der nächste Marker im Zwischenhoch bei 11.767 Punkten. In das ist die Oberseite im DAX, die wir sehen. Ansonsten müssen wir die Unterseite beleuchten. Und da ist ganz klar, wir sehen hier im Stundenchart relativ wenig. Deswegen schalte ich mal ganz kurz in den 4-Stunden-Chart rein. Auch den muss ich ziemlich klein zusammenraffen. Und wenn wir da mal schauen wollen, hier wirklich das größere Bild, gibt hier den nächstwichtigen Anlaufpunkt. Das ist die Marke von 11.300 Punkten. Und wenn die geknackt werden sollte, dann wäre mal das nächste Level hier. Ganz kurz dieser Schwungbereich hier um die Marke von äh, 10.875 Zähler. Man muss bei diesen Schwankungen mittlerweile wirklich genau aufpassen. 10.000, 11.000, 12.000, das sind ja schon gigantische Bewegungen, die wir hier in letzter Zeit sehen. Aber all das Ganze, wie schon gesagt, unter der Prämisse wir müssen schauen, wo es hingeht und im Kurzfristbereich einfach ganz genau hinschauen, wie ich schon gesagt, jetzt haben wir gerade die Markteröffnung da, der Markt sieht sehr sehr bärisch aus, aber die Rückschnapperchancen sind halt da nach diesen dynamischen Abgaben, atmet der Markt halt manchmal auch durch und dann reicht nur eine ja, etwas bessere Nachricht oder eine Nachricht, die etwas besser gelesen wird. Und zack, schon gibt es die ordentliche Gegenreaktion. Und deswegen planen wir das Ganze. Und wie schon gesagt, dieser Bereich hier zwischen dem Tief und dem Zwischenhoch hier, den ich gerade eingezeichnet habe, das wäre mal die Korrektur des Ganzen. Und wer sich da auf die Lauer legen möchte, der hat schon die ein oder andere gute Chance. Dafür nutzen wir dann die kleineren Zeiteinheiten. Das ist der Blick in den DAX. Dann schauen wir hier in Euro-Britischen Pfund mit rein. Das Ganze hier heute sogar gleich mal mit zwei ja, Zahlen hier mit drinnen. Die Frage war gestellt, das Ganze bezogen auf den Trendverlauf im 4-Stunden-Chart, den wir hier sehen. Ja, und das sehen wir, ich mache gleich mal noch das. Ähm Live-Signal mit an, hier, damit wir uns die Trends mal ganz kurz anzeigen lassen können. Also für all diejenigen, die da ein bisschen Unterstützung brauchen ähm, äh, oder sehen möchten in visueller Art und Weise, das ist mal sozusagen der Trendverlauf, den wir hier sehen. Und da sehen wir hier ein starkes Abwechseln zwischen äh, den rötlichen Phasen und den grünlichen Phasen. Aber im großen Bild sehen wir halt einen Markt, der eher nach unten gerichtet ist an dieser Stelle. Äh, und was in, dieser, in, diesem, in diesem Kontext entsprechend auch auffällt, ich nehme die Trends. Handerkennung mal ganz kurz raus, ist halt die Tatsache, dass wir hier unten einen wichtigen Drehbereich haben. Also diese Marke hier, die wir hier unten liegen haben, dieser Drehbereich hier was ich hier mal markiert habe. Das kann man gerne auch noch ein Stück weit nach hinten ziehen. Das ist wirklich ein relevanter Marktbereich, wo wir immer wieder Price Action gesehen haben. Und momentan hält dieser Markt auch immer auf. Und dass wir hier an Fragen bekommen haben unter äh, 0,90, 15 Short, das ist ganz klar. Wenn der Markt hier unten drunter fällt, ist das ein ganz deutliches Zeichen. Also wenn wir hier die alten Tiefs rausnehmen, ich nehme mal diese Marke hier drunter. Also wir sehen es hier unten. Wenn diese Level unten wegbrechen, ja bitte nicht hier auf die, auf den, auf die letzte Nachkommastelle gehen. Es ist immer ein ungefähr Bereich. Ne? Man sieht dann schon, wenn die Price Action nach unten kommt. Ne? Das ist ein bisschen so ähnlich. Ich habe äh, früher als Kind äh, bin ich auch angeln gegangen äh, und da wollte ich wissen, woran merke ich denn, dass da ein Fisch an der Angel ist? Und da ist mir gesagt worden, das merkst du schon, wenn da was zieht. Und dann war der erste Fisch an der Angel und dann wusste ich, ah. So fühlt sich das an, und das ist hier im äh, sozusagen im Trading genau das Gleiche. Ja, ähm, man merkt schon, wenn so eine Linie abverkauft wird, und woran merkt man es, dass ganz einfach die Kleinstzeiteinheiten auch nach unten gehen? Und diejenigen, die sich hier auf die Lauer legen wollen äh, und sich sagen, okay, wenn es jetzt tatsächlich unten drunter durchbricht, dann sehen wir halt in den fünf Minuten oder drei Minuten, was auch immer man zum Trading mit reinnehmen möchte, da sehen wir ganz klar dann die Abwärtsrichtung und wir sehen auch eins. Fallen wir hier unten unter diese rot mark äh, blau markierte Linie unten drunter, ist das ganz klar die Fortsetzung der Abwärtsdynamik. Und im kleinsten wäre das halt ganz klar das, was wir hier sehen. Ne? Das hier, Nummer 1, das ist das eine. Das läuft dann hier ins nächste rein. Ich mache die nächste Linie mal ein bisschen größer. Das läuft dann in dieses Bild entsprechend rein. Ja? Ja, das haben wir da drinnen sehen. Und dieses Bild läuft dann, jetzt mache ich es noch ein bisschen dicker, hier, Leute, läuft dann in dieses Bild. Sieht ja unglaublich aus, in dieses Bild hier rein. Also, da sehen wir, da läuft alles in eine Richtung. Und immer dann, wenn so viele, äh, sage ich mal, Trends in eine Richtung laufen, innerhalb einer Zeiteinheit, ist das schon ein sehr, sehr wichtiges Zeichen vom Markt. Ne? Und das, was wir hier suchen können als Zielmärkte, was wir dort in diesem Bereich dann finden, ist halt einfach da, der Weg nach unten. Da ist nicht mehr wirklich viel Platz entsprechend da. Und das, was wir hier unten sehen, ist dann halt als nächstes das Zwischentief. Und übrigens genau die Marke, die hier auch genannt worden ist. 08870. Hier, das ist der Bereich hier unten. Den können wir auch schön im Tageschart sehen. Und je größer die Zeiteinheiten sind, in denen wir das sehen können, je größer ist die Relevanz. Und das ist die Luft. Die dann da ist. Es gibt zwischendrin noch ein paar kleine Anlaufpunkte hier aus diesem großen Schub nach oben. Hier ganz grob die Marke von ähm, 0,89,6 und dann hier noch den kleinen Drehbereich hier unten bei 0,89. Das sind die Zwischenpunkte auf dem Weg nach unten. Und dann an dieser Stelle war das die Technik, die Charttechnik. Eins bitte nicht beachten, Guys: Brexit. Ja, das steht vor der Tür. Wenn wir es schaffen, habe ich in Kürze vielleicht sogar einen Gast. Aus UK bei uns in der Sendung, den Patrick, äh, mit dem habe ich äh, vor kurzem hier in der Debatte auch, ähm, ja, sage ich mal, ein bisschen geschwatzt. Vielleicht kann ich ihn dazu gewinnen, äh, den mal hier bei uns in die Sendung reinzubekommen und ein bisschen was dazu zu erzählen wie sich die Briten so fühlen, was in Großbritannien los ist, dass man das mal wirklich aus erster Hand erfährt äh, und nicht nur über die Nachrichten mal schauen. Ich versuche ihn reinzubekommen. Das könnte echt interessant werden hier an dieser Stelle. Also, das der Blick in Euro, britisches Pfund. Und dann gehen wir jetzt noch auf das Währungspaar Australdollar, US-Dollar da. Ja, und da hatten wir ja gestern das Thema auch mit Covid-19 besprochen. Äh, da hatten wir gestern auch die Information, naja, was ist denn da, wenn es jetzt wärmer wird, ist der Virus da weg oder so? Ich habe echt keine Ahnung. Ich bin kein Virologe. Möglicherweise ist das wirklich so? Aber ich bin halt auch aus trader Sicht jemand, ich nehme das an, ich schaue, wenn es besser wird und der Markt das optimistisch spielt, dann sind das einfach die Positivszenarien. Und wenn der Markt das spielt, dann untermauert er die Positivszenarien und dann geht das genau in die Richtung rein, die wir brauchen. Dass wir Nachrichten und die Charttechnik in eine Richtung laufen haben. Was wollen wir da mehr? Das ist das, was funktioniert. Und jetzt schauen wir mal auf das Währungspaar Austral-Dollar-US-Dollar. Haben wir hier an dieser Stelle, da ist er, zack, haben wir ihn da. Und da sehen wir den Austral-Dollar verortet. Und wir hatten vor nicht allzu langer Zeit, Leute, hatte ich hier das große Long-Setup äh, mal reingebracht im ähm, Austral-Dollar-US-Dollar. Ja, ich gehe noch mal ganz kurz darauf zurück. Hier an dieser Stelle an der Gesamtsituation hat sich relativ wenig verändert. Ja, ich weiß, der ein oder andere hat das Setup wahrscheinlich auch getradet. Das habe ich auch mitgeteilt bekommen. Ähm, es ist halt der Punkt: Wir sind jetzt hier in einer ziemlich großen, starken Umschwungssituation, und die, diese Umschwungssituation, die. Dauern eine ganze Weile und da spielt halt dieses Level, was wir hier um die 0,70, 300 haben, eine tragende Rolle. Warum spielt das Ganze eine tragende Rolle? Das ist das große Aufbruchslevel nach oben hier. Schaut mal, da war das letzte Zwischenhoch in diesem Abwärtstrend hier. Das ist rausgenommen worden. Auf der Woche trennten wir auch schon nach oben. Und das ist jetzt halt der große Kaufbereich. Und solange wie der gehalten wird, haben wir halt die Chance, dass wir noch dynamisch nach oben laufen. Bricht's unten weg, ist der Weg nach unten erstmal Richtung 0,67,8 frei. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz auf Tagesbasis an. Da sehen wir hier an dieser Stelle nämlich, was hier los ist. Wir sehen fallende Tiefs hier an dieser Stelle und wir sehen fallende Hochs. Und zwischendrin mal kurz den Versuch mit einem kleinen Aufwärtstrend hier die Oberseite anzulaufen. Ja? Wenn wir das mal sehen, Moment, kleinen Augenblick. Hier an dieser Stelle, nee, wir kriegen es nicht eingezeichnet. Ich muss es mit der Hand zeichnen. Das war der kleine Zwischenversuch nach oben zu laufen. Hier erste Bewegung, dann die Korrektur, dann die Trendbildung und dann der Bruch. Ja, und jetzt kommt natürlich die Frage: Was sehen wir in diesem Kontext? Ne? Sehen wir jetzt hier? den Markt nach unten fallen, dann werden diese Marker hier relevant, die ich hier schon drinnen hatte. Also hier die Anlaufbereiche um die 06925, beziehungsweise hier der Drehbereich um die 06830 und dann hier dazwischen das Zwischentief bei 0678. Ähm, das sind die Marker, die wir auf der Unterseite haben. Dreht der Markt allerdings direkt wieder nach oben, also in diesem Umkehrbereich und schafft es tatsächlich hier oben drüber, über dieses kleine Level hier. Das wäre dann mal wieder ein Indiz, dass der Markt eher die Oberseite bespielen möchte. Und dann wird es interessant, was passiert hier oben in diesem Widerstandsbereich, wo wir schon einmal rangelaufen und dann abgeprallt sind, die Marke von 072. Dann haben wir die Chance, wieder mal nach oben zu laufen. Das wird interessant. Noch ist es da nicht so weit. Im Kleinstbereich spielt jetzt wirklich dieses kleine Zwischentief hier unten um die Marke von 070208 eine große Rolle. Fallen wir da nicht runter, sondern gehen von hier aus oben rein, dann hätten wir eine Chance zur Oberseite hin. Ansonsten Bruch bei 0703. Erste Mal den Weg nach unten offen. Das ist der Blick. In das Währungspaar Austral-Dollar, US-Dollar. Jo, dann hätten wir auch alle Fragen durch. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir es gleich Viertel nach neun. Der Markt läuft. Na? Der DAX, was macht er? Kommt nicht vom Fleck. <laughs> Kämpft weiter mit der Marke von 11.600 und ist mal wieder genau da rumgedreht, hier oben, was wir vorhin besprochen hatten, am kleinen Zwischenhoch. Bleibt spannend, was die Märkte machen. Wir schauen weiter zu, planen unsere Trades und traden unseren Plan. Damit haben wir es in der Hand. Danke fürs Zuschauen und bis morgen früh, 8.30 Uhr, zur Besprechung der nächsten Handelsideen und natürlich der Beleuchtung dessen, was wir aus der US-Wahl erwarten könnten. Bis dahin, danke und Tschüss.